Hello Friends und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute stelle ich mich einer Challenge und zwar, ich muss alles, was in dieser Tasche ist, blind erraten. Matthias hat das alles rausgesucht. Nein, ich kann mitmachen. Also, da ist Make-up. Warte, ich darf das nicht sehen. Ich habe hier eine Augenmaske. Ich wollte das jetzt nicht aufmachen. Okay, ich greife so rein, guck. Ah, okay, gut. So. Weil Matthias hat alles Mögliche aus meiner Schminksammlung rausgesucht und hat das alles in dieser Tasche verpackt. Und ich ziehe mir jetzt die Augenmaske an, starte die Stoppuhr, denn innerhalb von 15 Minuten möchte ich am besten die ganze Tasche erraten. Ja, dann let's go, auf. Aber okay. Erst die Augenbinde, ich drücke Start. Stimm direkt meine Infokarte ab, werde ich das alles schaffen? Oh. Ich stimme für nein. Ich glaube nicht, du schaffst die ganze Tasche. Wie viel hast du denn da reingepackt? Ich glaube, ausnahmsweise meine ich an dich. Okay, ja, setz jetzt auf. Ich will Start drücken hier. Warte, ja. So. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Fertig. Start. Start. Ich habe nichts. Ah, das ist vom Friseur. Das ist mein Spray. Das mache ich immer nach dem... Ja, das wie ist heißt das? Lila. Ich weiß nicht, wie es heißt. Das okay. Ist lila. Und das sprühe ich mir immer rein. Ich weiß nicht, ob es lila ist, aber okay, ich lasse es durchgehen. Ding, ein Punkt. Weiter geht's, schnell, schnell, schnell. Weißt du schon mal das nächste raus direkt? Banana! Banana Lipgloss? Du darfst riechen? Okay. Ja, ich darf riechen. Ist richtig. Zwei Punkte, weiter geht's. Make-up L'Oreal? Nö, kein Punkt. Maybelline? Next. Hier. Oh Mann! Hier, Nagelöl. Weiß ich nicht, ich hab's das nicht drauf grün. Geguckt. Okay, ja, kann sein. Glaube ich zumindest. Okay, was ist das? Kylie Minogue Deo. Digga, nicht schlecht. Weiter geht's. Was ist das hier? Sollte warte, das Mac. Ja, Mac. Ist richtig. Was ist das hier? Ja, Mac. Woher weißt du sowas? Hä? Das ist was Huda Beauty. Ist denn mit dir? Huda Beauty Lip Gloss. Weiter. Okay. Ja, mach ich doch. Fixing Spray. Was muss da draufstehen? Ist es weiß? Von ja. Essence. Ja, ist richtig, ist richtig. Hier, next. Astor Lippenstift. Ja, Astor. Nein. Der ist von Heidi. Ja, aber das ist von Astor. Da steht Heidi drauf, aber das nicht ist Astor. Von Astor. Okay, aber warum schreiben die dann das Heidi? Ist nur, und das nicht ist ein Merch von ihr. Okay. Hey, was ist das? Was ist das? Ich glaube, das ist ein Concealer. Ja, das weiß ich sogar. Und zwar welcher? Das weiß ich nicht. Von, warte, Flamour? Nein, Perfect Coverage. Von Flamour. Digga, ah, was ist das weiter! Hier? Das ist die Heat-Palette. Weiter. Da steht Urban Decay Heat. Ja, Heat, sag ich doch. Heat-Palette. Okay. Weiter geht's, los, schnell, schnell. Das ist eine Maske von... Und zwar, welche Maske? Warte, die hat zwei, die ist ziemlich breit, die ist nicht von Balea. Die ist diese Schäfer oder das SCH mit Gelb. Schäbens. Mein ich doch. Weiter ist geht's. Richtig. Next. Schnell, yeah. Übrigens, ich blende euch irgendwo Werbung ein, weil ich weiß nicht. Das Dauerwerbesendung. Ist Dauerwerbesendung. Das ist Alnatura. Palette. Weiter! Alverde steht da drauf. Ha, du lagst falsch! Okay. Mist! Falsch, zwei falsch. Hier, next. Make-up. Ich weiß nicht, ja, welche was Marke. Muss draufstehen? Was muss da draufstehen? Maybelline? Ja! Ja! Weiter geht's! Okay, was ist das hier? Concealer? Von? Der stinkt. Weiß ich nicht. Essence? Ja! Weiter! Bam! Der stinkt. Essence. Okay, alles klar. Ich liebe Essence-Produkte. Also, okay. Die Wimpertusche ist mega geil. Ich habe keine Ahnung, was ich habe. Ich fühle mich gerade so lost wie du mit den Kartendecks, ne? ich weiß nicht, was das ist! Weiter, schnell, okay, weiter, hier, weiter, ich hier, weiß es nicht. Hier. Was war das? Das war Kiko Make-up Milano okay. Glitter. Ah, dieser Glitzer! Ah, Eyeliner-Glitzer. Das ist eine Palette von L'Oreal? Das ist braun? Ja, Smoky von L'Oreal. Oh. Ah, das ist Hitzeschutz von L'Oreal. Weiter geht's. Ja. Maske von Balea. Weiter? Concealer von. Ne, also hier, das macht man hier unten drunter. Wie nennt man das? Und von welcher Marke?
Essence oder... Oder... Ah. Aua! Ich hab dich berührt. Ich wollte den Thomas Gottschalk-Test machen, aber ich hab's zu doll durchgezogen. Von... Ja, sag doch jetzt! Ich weiß es nicht, ich weiß okay, es nicht next. Der grüne, das macht man hier so drunter, das ist von L'Oreal, glaube ich. Garnier. Garnier ist richtig. Gehört Garnier nicht L'Oreal? Weiß ich nicht. Warte. Das hat Faria mir geschenkt. Warte, das ist Gold. Das ist von USA. Das ist Gérard Piquet? Ja, ist richtig. Oder so? Warte, Gérard. Irgendwas mit Gérard. Gérard Cosmetics. Meine ja. Ich doch. Das ist mein Eyeliner. Ja, von schön. Was? Der heißt von Catrice, mein Eyeliner. Wie heißt mega der? Gut, der ist, der heißt. Ja, aber ist richtig. Calligraph Pro. Ja, das irgendwas. Ja, was ist das hier? Catrice Palette. Als ob Make-up. Du sowas weißt. Was ist das hier? Das ist Rouge von Manhattan. Den habe ich. Ja, richtig. Benutzt. Weiter. Alter, das habe ich ewig nicht mehr benutzt. Digga, wie gut du bist. Warte, was ist das? 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 Irgendein Lipgloss. Ich weiß auch nicht, von welcher Marke. Du musst die Marke sagen. Astor? Ruge Edition Velvet Burik. Mach auf die Seite. Bonjour steht da drauf. Bonjour. Das ist meine Lieblingspalette, die habe ich in Barcelona geholt. Das ist die Chocolate Palette von Too Faced, glaube ich. Steht, glaube ich, unten. Too Faced. Ja. Bam, weiter geht's. Was ist das hier? Make-up von Catrice. Ja, ist richtig. Fotofinish. Was ist das hier? Make-up von... Ah, das ist... Das deckt richtig scheiße, Freunde. Ich mach eure Haut richtig trocken. Ich weiß nicht, wie die Marke heißt. Die von Cat oder sowas. Cat von die? Warte, ich gebe schon mal das nächste. Cat von... Essence, ja, Cat von die oder sowas. Essence Fixing Spray. Ja, Wie viel Zeit habe ich noch? Genug. Von Essence, Nagelstift. Nagelpflegestift. Ist richtig. Hier ist, chill doch. Nimmt die Aufnahme überhaupt noch auf? Ja, Mann, lass doch. Wie heißt das da oben? Ich weiß es nicht. Oh Mann, die Farbe für oben. Augenlid. Lidschatten. Lidschatten, das danke. Von? Ja. Ja, doch, richtig, ja! Wer, ja, weiter! Next. Lip Pencil. Von? Essence? Nee, P2. Was ist das denn? Was bist du mir für alten Schrott? Ich hab einfach nur dein Zeug hier vorbereitet. Der ist richtig scheiße. Ich weiß, was es ist. Das ist ein Eyeliner von Catrice, der angeblich waterproof richtig. Ist. Ja, das ist richtig Liquid scheiße. Liner steht da drauf. Was ist okay. Das hier? Ah, mein Haaröl. Von, das ja, habe ich in Barcelona geholt. Was ist das? Von welcher Marke ist denn das? Haaröl? Das Haaröl? Ich glaube von L'Oreal. Ist richtig. Aber das ist extra für Friseuse. Das ist ein... Ich weiß, was es ist. Ja, das ist der... Das war früher meine Lieblingsfarbe. Das ist... Pink von der Marke? Weiß ich nicht. Von der Marke. Das musst du sagen. Von der Marke. Du hast noch ein bisschen Zeit, komm. Schaffst das. L'Oreal? Nö. Mann, das Manhattan. War früher mein Manhattan. Das war was ist das hier? Können wir das hier irgendwo anders machen? Ja, ich nehm's dir ab. Danke. Flomar Make-up. Ja, richtig. Weiter. Flomar Puder. Richtig. Was ist das hier? Kat Von D Contouring Palette. Da steht aber Sharp Light drauf. Ja, hier unten steht es irgendwo, glaube ich. Irgendwo? Shade and Light Contour Palette. Zeig doch. Okay. Hier steht irgendwie nichts drauf. Da, okay. Nee, hier steht nichts drauf. Mann, jetzt habe ich ja schon einen Tipp gegeben. Das, oh Mann. Das ist ein Lippenstift. Von. Astor? Rot? Ich weiß, ja, das ist rot, ja. Kiko! Ja. Highlighter.
Okay. Huda Beauty Palette. Ja, Alter, was ist los bei dir? Hier. Warte. Nimmt die Aufnahme noch auf? Ja, Mann, mach weiter. Du hast nicht viel Zeit. Go. Ich kenne den Lippenstift. Das ist Lippenstift von Kiko. Ja, weiter. Hier, rüber. Ja, ich weiß nicht. Was ist das? Art Deco. Ja, richtig. Was ist das hier? Ich weiß es. Das ist, hier. Freunde, mir fallen die Worte nicht mehr ein. Das ist Concealer von L'Oreal. Instant Anti-Age-Effekt. Ja, der ist so alt. Concealer von Maybelline. Ja, das war's komplett. Hier. Das ist aber von L'Oreal, das Make-up. Das ist so ein den habe ich ganz früher mal irgendwann benutzt. Das ist auch von Maybelline. Tja, falsch. Oh, no! Lippenmaske. Von? Weiß ich nicht, die hat meine Mutter mir geschenkt. Okay, die ist lass ich durchgehen. Die ist Gold. Die habe ich mir nicht benutzt, weil meine Mama die mir geschenkt hat. Ah, das ist mein früherer Eyeliner, der ist richtig doof. Der ist von P2, gibt es auch nicht mehr im Sortiment. Was ist das? Augenbrauenstift von Essence. Mhm. Was ist das? Von NYX Primer. Ja. Foto ja, für richtig. Primer oder irgendwas. Ich dachte, du sagst nix, weil du es nicht weißt, aber das heißt nein, ja wirklich nein, das nix. Heißt... Okay. ich habe diese Palette geliebt. Die ist von Naked, die Palette. Ja, richtig. Was ist das? Das ist ein Haarparfüm von Nihan. Ja, weiter. Ich nehme das ab. Hier. Dings da. Oh, verdammt, wie heißt dieser? Das ist auch so. Du warst schon richtig. Cola oder sowas? Ja. Das war so ein Trendding von letztem Jahr oder vorletzten Jahr. Das ist Essie-Nagellack. Ja, richtig. Aber durchsichtig, glaube ich. Was ist das hier? Weil ich habe nur einen Essie-Nagellack. Nagellack durchsichtig. Der ist durchsichtig, ja. Was ist das? Warte, geht das hier und da? Ja, das ist ein. Den habe ich früher immer für die Uni benutzt. Das ist ein roter Lippenstift. Hier, ich glaube, hier ist rot und hier ist durchsichtig. Da steht 24 Stunden. Das ist, glaube ich, von Maybelline? Nope, Manhattan. Oh Mann! Next. Was ist das? Sephora Make-up. Richtig. Das ist auch richtig scheiße. Habe ich auch letztens. Das musst du jetzt aber wissen. Warum? Das ist eine Wimperntusche! Das war ein Tipp, das hätte ich echt nicht erraten. Ich hab die so oft gekauft bei die DM. Die ist richtig gut, Freunde. Jedes Mal, Schatz! Das ist von Notfall, von kannst du mir die holen? Von nix, das ist ein Dings da. Ein, wie heißt das? Ein Fixing Spray. Okay, was ist das? Ich weiß es nicht. Das ist irgendein. Das hat Farid mir auch geschenkt. Gérard Piqué. Ich kenne den Duft. Das ist Gérard Piqué. Lipgloss. 2 Minuten 50 vor Schluss hast du es geschafft. Oh, es ist hell. Mhm. 2 Minuten. Ich habe alles erraten. Okay, was habe ich weißt du, erraten? Was ich mich hier frage? Wie oft und wie lange hält man sowas in der Hand, dass man das weiß? Ich meine, bei den Karten, bei mir. Ist das was anderes? Das ist mein Arbeitswerkzeug, mit dem ich meinen Lebensunterhalt bestreite. Oh, krass. Aber warum hältst du denn dein Make-up so oft in den Händen, wie ich meine Karten? Wenn ich einmal das in der Hand hatte und es gekauft habe, dann ist es wie ein fotografisches Gedächtnis. Ich weiß zum Beispiel, auch früher wusste ich immer, ich konnte es gar nicht verstehen, dass viele das Klamotten im Kleiderschrank haben und nicht wissen, von welcher Marke oder wie viel das gekostet hat. Konnte ich nie daran nachvollziehen. Was du nicht erraten hast, ist einmal Alverde Naturkosmetik. Ich habe Alnatura gesagt. Du hast nicht erraten, Maybelline New York. Das habe ich aber auch Make-up gesagt. Kiko Glitter. Das habe ich nicht erraten, das stimmt. Camouflage von Catrice. Das nutze ich aber auch ganz oft. Hast du aber nicht erraten. Hier Rogue Edition Velvet hast du nicht erraten. Das nutze ich nie. Anti-Shine-Stick von Maybelline hast du nicht erraten. Okay. Du hast das hier nicht erraten. Anti-Age-Effekt. Maybelline, ja, aber das hatte ich eigentlich auch. Und das hier hast du nicht erraten von Manhattan. Ja, da hatte ich die Marke falsch. Und das hier hattest du auch nicht erraten. Oh, das stimmt.
Da habe ich eigentlich nur drei Sachen nicht richtig erraten. Doch, weil die anderen, ja, die anderen, die hatten nicht die Marke falsch. Aber die hatte ich richtig. Stimmt, ja doch, stimmt. Ja, so halbmäßig, ja. Ja. Bäm! Mit der anderen Hand auf meinen Ellbogen oder so. Ach so. So zweihändig. So. Ja, so. Bäm, Freunde! Wenn euch diese Challenge gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben. Und schreibt mal in die Kommentare, würdet ihr sowas auch schaffen? Und... Bäm, vorbei, ich bin gerade richtig stolz auf mich. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob das was ist, auf was man stolz sein soll. Ja, Freunde, bis zum nächsten Video. Dankeschön, Schatz, fürs Anreichen. Link zum Kanal von Matthias gibt es natürlich unten in der Videobeschreibung. Okay, tschüss. Tschüss.